Ich lasse manchmal eine Gebetszeit aus und merke, es geht dann eh ohne Gebet auch ganz gut. Und schließlich bete ich immer weniger und weniger und ich verliere mit der Zeit meine innere Zufriedenheit. Das sagt ein Teilnehmer beim Frog-Jugendtreffen uns in einer Gesprächsgruppe. Das war am vergangenen Wochenende in Timmelkamm. Ich kann diesen jungen Mann gut verstehen, denn mir geht es ähnlich. Wenn ich nicht dranbleibe am regelmäßigen Gebet, dann verliere ich immer mehr den inneren Frieden. Ich denke, das kommt davon, dass wir Menschen geschaffen sind, Gott zu begegnen. Und ich bin überzeugt, es ist möglich, die Nähe Gottes zu spüren. Jesus drückt es für mich aus in seinen Worten, das Reich Gottes ist euch nahe. Und wenn ich bete und dann spüre, dass der gute Gott mir nahe ist, dann kann ich viel eher in mir einen Frieden haben. Ich möchte nie mehr zurück hinter diese Erfahrung, nie mehr zurück in ein Leben ohne regelmäßiges Gebet. Ich will immer mehr vorwärts gehen, die Begegnung mit Gott suchen. Jesus fordert mich heraus mit seinem Bildwort, wer die Hand an den Pflug legt und noch einmal zurückschaut, der taugt nicht für das Reich Gottes.